Von den verschiedenen Zaubern, die Siedler zu bieten hat, ist der Umwandlungszauber vielleicht einer der am wenigsten beachteten. Und das, obwohl allen vier Völkern jeweils eine Variante davon zur Verfügung steht. Dieser Zauber wandelt einen bestimmten Rohstoff im Verhältnis 1:1 in einen anderen um. Für die Römer Fisch zu Stein, für die Wikinger Stein zu Eisen, für die Trojaner Schwefel zu Eisen und für die Mayas Bretter zu Gold. Letzteres stellt sogar den Stein der Weisen in den Schatten, der kann das nämlich nur mit anderen Metallen. Aber wie funktioniert der Zauber eigentlich genau und warum wird er so selten benutzt? Wenn der Umwandlungszauber angewandt wird, werden bis zu 8 entsprechende Warenstapel umkreis gesucht und umgewandelt. Der Wirkradius ist erstaunlich großzügig, allerdings werden nur Warenstapel betroffen, die freistehen oder in einem Universalslot liegen. Das heißt, es kann kein Fisch umgewandelt werden, der in einer Mine oder vor einer Fischerhütte liegt, da der entsprechende Warenslot nur Fisch aufnehmen kann. Rohstoffe in einem Lager können aber problemlos umgewandelt werden, da dessen Slots jedes Gut beherbergen können. Bei weiteren Tests wurde ein interessantes Verhalten deutlich. Bei einer Reihe von 1er Stapeln wurden immer 8 konvertiert, bei 2er Stapeln 4 und so weiter, was darauf hindeutete, dass der Zauber immer versucht, 8 Waren umzuwandeln, aber manchmal eben mehr, wenn er auf Stapel angewandt wird, die nicht ganz voll sind. Tatsächlich weigerte sich der Zauber aber, mehr als einen Stapel umzuwandeln, sobald dieser Stapel 6 Waren enthielt. Das ergibt auch Sinn, da dieses Limit für die Römer, Wikinger und Mayas in der Magic Config eingetragen ist. Die Trojaner müssen aber natürlich mal wieder die unnötig schwache Variante nehmen, weshalb bei ihnen wohl nur 4 Waren umgewandelt werden sollen. Das änderte jedoch in der Praxis seltsamerweise nichts am Verhalten ihrer Version des Zaubers. In allen Fällen wäre es theoretisch am effektivsten, 2 Fünferstapel umzuwandeln, in der Praxis ist das aber nicht konsequent machbar. Das ließ mich für einen Moment fürchten, der Effekt des Zaubers könnte nicht gemoddet werden, aber tatsächlich konnte ich die Wirkung der trojanischen Variante problemlos verzehnfachen und dann verhielt sie sich von kleinen Abweichungen abgesehen, wie erwartet. Wenn nötig, wurden sogar mehr als 8 Stapel umgewandelt, um das Ziel zu erreichen, das ist also auch keine feste Grenze. Das scheint eher eine mathematische Eigenheit in der Programmierung dieses Zaubers zu sein, die mir nicht ganz schlüssig ist. Vielleicht hat jemand, der sich damit besser auskennt, eine Idee. Für uns relevant sind aber eher die Probleme des Zaubers und davon gibt es einige. Der Umwandlungszauber ist an sich eine coole Idee, aber da er sehr eingeschränkt ist, ist er auch sehr situationsabhängig. Fisch in Stein zu verwandeln wird sehr selten nützlich sein, da der Spieler im Early Game in der Regel weder große Mengen Fisch eingelagert noch Zugang zu Priestern und Mana haben dürfte. Im Endgame dagegen stehen dem Spieler bessere Möglichkeiten zur Verfügung, um Steinprobleme zu lösen. Der Umwandlungszauber der Trojaner hätte theoretisch das Potenzial, Schwefelminen zu besseren Eisenminen zu machen, da sie in Produktion und Versorgung gleichwertig sind, aber der Zwischenschritt mit Eisenschmelzen wegfällt. Das würde auch dafür sorgen, dass mehr Kohle zu Waffenschmieden und Goldschmelzen transportiert werden kann, aber mit dem Plugin von Anyfreak dürften diese Grenzen sowieso bald wegfallen. Für die Wikinger gilt theoretisch eine ähnliche Situation mit Steinminen, insbesondere da sie sowieso wenig Stein brauchen. Aber die mangelnde Flexibilität des Zaubers wäre kein großes Problem, wenn der Zauber nicht so teuer wäre. Und noch dazu existiert er in einem Universum, in dem allen Völkern der Geschenkzauber zur Verfügung steht. Für die folgenden Rechnungen gehen wir davon aus, dass beide Zauber ihre maximalen Kosten erreicht haben und der Umwandlungszauber immer 8 Waren umwandelt. Auf dem Papier ist der Umwandlungszauber zwar für den jeweiligen Rohstoff günstiger und zuverlässiger als der Geschenkzauber, aber die nackten Zahlen verschweigen zwei wichtige Tatsachen. Wenn ihr Eisen braucht, dann meistens für Waffen und in den Geschenken findet ihr neben Eisen auch Schwerter und Bögen. Wenn ihr Gold braucht, dann oft für Level 3 Soldaten und auch dann sind mehr Waffen und Eisenbarren nützlich. Wenn wir den Geschenkzauber für diese 4 Rohstoffe zusammen ausrechnen, wird er die günstigere Variante. Und das ist bevor wir von einem Römer ausgehen, der auch noch Stein braucht. Was wir ebenfalls einrechnen müssen, ist die Tatsache, dass der Geschenkzauber Rohstoffe aus dem Nichts erzeugt, während der Umwandlungszauber vorhandene Rohstoffe umwandelt, von denen aber auch erstmal ein Überschuss vorhanden sein muss. Wenn wir diese Faktoren einbeziehen, wird klar erkennbar, dass der Umwandlungszauber zu teuer ist, um mehr als eine Ergänzung zu sein, die gelegentlich nützlich wird, wenn der Geschenkzauber bereits teuer geworden ist, während der Umwandlungszauber noch günstig ist. Das ist kein unlösbares Problem, aber im Vanilla Game wurde der Balancing-Aspekt dieses Zaubers mal wieder nicht zu Ende gedacht. Und das ist schade, denn Mayas, Trojaner und Wikinger könnten theoretisch durchaus mit dem Gedanken spielen, ihre Gold- oder Eisenproduktion auf Mana auszulagern. Aber so würde ich nicht riskieren, vom normalen Aufbau abzuweichen.